Anwenden. Ich bin bereit. Ja, wir warten nur noch auf. Bin zurück. Ja, ah, da ist er ja. Ah ja, Leute. Darf ich euch mal von der dämlichsten Designentscheidung erzählen, die ich jemals gesehen habe bisher? Wenn es sein muss. Okay, also. Ein Zielfernrohr auf einen Flammenwerfer. Das ist das Dämlichste, was ich je gesehen habe. Okay. Nee, ich meine, wozu hast du ein Zielfernrohr auf einen Flammenwerfer? Die Dinger sind nicht gerade das, was man als... ich meine, damit kann man nicht zielen. Es ist ein Feuer... Es ist ein voller Feuerschwall. Ja. Wieso sollte man da anvisieren? Durch ein Zielfernrohr. Das wäre wie, wenn man eine Schrotflinte Zielfernrohr drauf hat. Ja. Das ist einfach das Dämlichste, was ich je gesehen habe. Hm. Worte Schnitzel, dachte ich mir da nur. Lecker Schnitzel. So wie immer. Das ist quasi mein... Buddy! Meine Catchphrase. Worte Schnitzel. Schnitzel. Durch das Visier wird der Feuerstreifen verengt und wirkt ein. Wirkt wie ein Laserpointer. Wird gerade im Chat geschrieben. Reden wir jetzt. Ja, aber es ist ja nur ein. Ist das ein Spaßkommentar oder meint er das ernst? Weil es ist ja nur ein Flammenwerfer. Ein Spaßkommentar, gehe ich von aus. Oder Masaki? Weil wenn es nur ein Flammenwerfer ist, dann. Wozu sollte man... Also wirklich ein einzelner Flammenwerfer. Aber ich mache mir auch immer meinen Spaß aus sowas. Jo, kann ich verstehen. Natürlich. Oh, war das ein Witz? Ja, natürlich. Sorry, manchmal kommt... Ich habe Probleme mit... Ich bin Sheldon Cooper. Du hast Probleme mit... Sarkasmus Tumor? Quasi. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Du hast Probleme mit Sarkasmus. Tumor. Ja. Der Humor Ich sag immer, Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. Ja. So, jetzt habe ich es auch mal geschafft. Alter. Ja. Oh, immer nur Erste. Ja, das bist du. Ja, wie die anderen schmelzen, genau, das ist geil. Du schon, wie die anderen schmelzen. Wow, wer war das? Stimmt. Ja. Ich stand vor dir, wenn du das meinst. Juhu, Hole in One! Deine Mutter! Die hab ich heute gesehen. Ja, kommt schon. Ich hab drei Loch hier, Dings. Drei Schläge gebraucht. Drei Loch. Weil mich also nicht heute mal einen Charakter machen, der heißt Dreilauf. Weil er eine Schrotflinte hat mit drei Läufen. Die mit Höhe der... Fernrohr? Ja. Das wäre auf jeden Fall passend gewesen, weil... Ich hab die Chips oben vergessen. Wir haben Chips? Die geriffelten, die du nicht Ach magst. Ach so. Außerdem darfst, du eh keine essen. Du bist auf Diät. Oh. Er hat sich selbst auf Diät gesetzt. Von mir aus könnte er ruhig fett bleiben. Ah, ich verstehe. Okay, ja. Nein, knapp an einem Hohen vorbei. Naja. Wie komme ich da jetzt hin? Springen. Du musst springen. Spring, Forrest. Spring. Ach, du grünes Ding. Ganz vorsichtig da rein, wa? Das war zu vorsichtig. Das war zu vorsichtig. Ja. Ah ja, aber jetzt mal was anderes. Die beste Designentscheidung, die ich jemals gesehen habe, ist ein One-Line-Button. One-Liner-Button. Wisst ihr, was ein One-Liner ist? Ich nicht, nee. Ein One-Liner ist so... Ein One-Night-Stand, das kenne ich. Also so One-Night-Stand-Button. Genau, nein. Ein One-Nighter. One-Night. One-Night-Stand-Button, das hört sich der... Achso, ich kann ja gar nicht mehr schlagen, ich bin ja schon durch. Was ich sagen wollte, ist, Nein! One-Liner sind halt so, dumme Sprüche, so schlaue oder dumme Sprüche, sowas, was Dexter von sich manchmal gibt. Ah, sowas wie, ja, die Todessprüche zum Beispiel.
Das wäre ein One-Liner. Wenn Jack umfällt und Dexter dann so sagt wie... Liner kenne ich. Warte kurz. Ja. Nichts mit den Geschichten. Die Täter eine Trage? Ein Atemfrisch. Die Sprüche gab es aber nur noch nur im ersten, ne? Und im dritten. Echt, im dritten auch? Ich bin im dritten. Im dritten gab es Sprüche. Ja, ja, so. ich bin im dritten halt. Ne? Den dritten habe ich. Ich liebe den dritten Teil, aber ich habe ihn am wenigsten gespielt. Warum ist mein Tisch eigentlich nass? Hast du eigentlich Jack X schon durchgespielt, Mann? Durchgespielt, nein. Fast, ja. Glaube ich. Ich glaube, fast hätte ich es durchgespielt. Wer war das? Ey! Ich war's. Ist das ein mieser Kerl? Ich war's nicht. Ich kann nichts dafür. Ich war's nicht. Ich stehe hier noch. Genau, es ist ein Spruch für. Es ist ein Button gewesen, wo in ein Spiel, wo man einfach. Juhu, die ganze Zeit online abfeiern kann. Hätte ich auch gehabt. Wie geil! Ich sag ja heute, das ist mein Glückstag. So, jetzt bin ich auch drin. Ach ja, heute streue ich mich über vor Glück. Und jetzt ist er auch drin. Genau so wollte ich das haben. Genau. Jetzt habe ich 4 Schläge umsonst gemacht. Town Center heißt die Map also. Das Stadtzentrum. Oh. Wohin müssen wir? Okay. Ich sehe, glaube ich, schon, wo wir hin müssen. Ja, yep. Dahin. Oh. Dahin wir müssen. Oh, am Loch vorbei. Ja, willkommen im Club. Jetzt bin ich aber drin. Jupp. Ich auch. Ich auch. Oh. Ja, da sagst du was. Komm! Jawohl! Gott, diesen Schrei, hat diese Map wieder keine Musik oder? Hat diese Map wieder keine Musik oder? Die Musik ist doch relativ ganz leise. Ich habe sie bei mir jetzt auch lauter stellen müssen. Ich glaube, ich muss sie auch mal lauter stellen. Oh, yeah. Oh, es gibt eine neue Funktion, Surrender Hole, also Loch aufgeben. Also wenn man aufgeben möchte. Ich glaube, das war nicht hoch genug. Also wenn ihr... Also wenn ihr okay, man soll nicht ins Fenster oder was? Nee, du musst übers Haus. Oh, Schnitzel. Das habe ich. Du versuchst die ganze Zeit ins Fenster, ey. Ich hab das erst gesehen. Ich bin noch nicht drin, aber. Da muss man hin. Ja, ist aber. Ich bin hier auf so einer Mauer gelandet. Ich bin als erstes drin gewesen. Ich fühl mich wie im Osten. Lauter Mauern um mich herum. Egal wie doll, ich komm immer drüber weg. Das ist ein Haus. Also keine Mauer. Ich glaub, das dauert, bis ich da drin bin. Ich lag auf einer Mauer, Zero. Da hinten ist eine Mauer. Eine Mauer? Du willst über die Mauer? Nee, ich will übers Haus, aber da hinten ist eine Mauer. Eine Mauer bauen und die Mexikaner sollen dafür bezahlen. Ja, das geht auch. Wie soll man das denn machen? Also ich hab's mit einer Menge Fantasie. Ich hab's eben auch geschafft. Meistens war ich zu doll. Und dann... Ja. Nee! Boah! Ei, Daria? Ja? Eine Sache, die mir zu Jack 2, also die ist nicht mir aufgefallen, sondern der Kritikerin, die Rezensentin. Oh. Man kann alle Eco-Dinger, ich weiß gar nicht, Eco-Arten, jetzt habe ich's, aus dem ersten Teil auch in jeden anderen Teil finden. Echt? Ja, zum Beispiel, oder er war bloß in verschiedener Form. Lass mich erklären. Also zum Beispiel die also ich sag jetzt nur den zwei. Sorry, ich brauche was zu trinken. Im zweiten Teil hat man ja das grüne Eco für die Heil-Items. Das dunkle Eco kann man sich selbst aufpowern. Das rote Eco, was ja den Punch verstärkt hat. Sio? Ja, ich versuche gerade was zu erklären. das rote Eco, was er den Punch verstärkt hat, ist die erste Blaster-Fähigkeit, weil das ja so ein Nahkampfangriff ist. Blasen. Das gelbe Blaster. Eco ist genau das die unten. Zweite, also die zweite. Okay, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Das blaue, was ja einen schnell gemacht hat, ist die blaue Funktion und rein theoretisch hat man nochmal das schwarze im Peacemaker, das dunkle Eco im Peacemaker drin, ne? Okay, ja, stimmt. Und das weiße Eco kommt ja auch nochmal drin vor, aber das darf ich jetzt nicht sagen.
Weil Spoiler. Um welches Game geht es? Um Jack 2, also die Jack and Dexter Reihe. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Die gab es früher halt auf der PS2 und jetzt mittlerweile auch auf PS3 und PS4. Ist quasi der Nachfolger von. Ist quasi der Nachfolger. Ist vom gleichen. Wo muss ich hin? Gute Frage. Vom gleichen Studio wie Naughty Dog, also die Uncharted gemacht haben. Kann mir mal einer sagen, wo ich hin muss? Da oben rauf, die Mauer als Dingens nutzen. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist schlau, in gewisser Weise. Also sie haben Uncharted gemacht und halt auch Crash Bandicoot. Und Jack war halt zwischen Uncharted und Crash Bandicoot. Ah, auch 5 Schläge, ich auch. Sehr schön. Also, genau. War aber auch eher Glück, dass ich da hochgekommen bin. Ich glaube, hättest du es nicht gesagt, hätte ich noch weiter versucht, über die Mauer zu kommen. Das wäre, glaube ich, auch bei mir der Fall. Das Ziel, Sio, ist, mit möglichst wenig Schlägen in ein Loch reinzukommen. Ich weiß. Nicht möglichst viel, möglichst wenig. Schatz, ich weiß. Das macht's nicht besser, weißt du das? Das provoziert. Nein. Doch. Ich mein's doch nur gut. Nee. Doch. Du machst das nur mit Ärgern. Gibst du. Tu das. Nein. Das Schlimme ist, das macht er bei mir auch. So, jetzt bin ich. Und ich liebe ihn trotzdem. Ja, aber. Sio genauso. Der liebt mich trotzdem. Wir sollten noch ein bisschen DTA machen, bevor ich das sagen kann. GTA, ja geil. Ein GTA ist Define the Relationship. Also die Beziehung definieren. Also. Ah. Ach, die ist ganz schnell definiert. Ah, du bist raus! Ja, ich bin raus. Send it. Send it? Wohin? Wohin soll ich es senden? Ich hasse dich. Mich? Nein. Wieso? Weil du mich getroffen hast. Weil du mich getroffen hast. Yay! Das war nicht nett. Sorry. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Doch. Nein. Ich hab's dir gerade gegeben. Weißt du, was ist dir gegeben? Pass mal auf da! Nicht alles, was hat sexuelle Untertöne, mein Freund. Doch, bei ihm schon. Vor allem heute. Heute? Was für heute? Droht heute. Nein! Ey, das ist rassistisch. Droht heute. Nö. Also nicht wie Aidaria gerade spielt, das ist nicht rassistisch. Doch. Ich verliebe meine Maus. Du verlierst deine Maus oder du verliebst? Ich verliebe meine Maus. Das Wort, was ich sagen wollte, kann ich nicht sagen. Ach so. Das möchte die Plattform nicht, glaube ich. Dann lassen wir es dabei. Hui. Och nö, warum denn das? Keine Ahnung, warum nicht, ne? Ich wollte das nicht. Halt, nee, stopp, ich fühle mich gemobbt. Klar, weißt du, alle kommen rein. Wo bleibe ich? Liegen direkt hier vorne. Ja, geh in eins der hinteren Löcher. Ja, wollte ich ja. Ist doch super. Das ist scheiße. Ich auch. Na, Mist. Na gut. Ah, ich verstehe. Ja, nah genug. Näher ran, aber noch nicht ganz. Okay. So scheiße war es dann doch nicht. Nein. Nein. Ein goldener Shithaufen. Shit happens. Siehst du das jetzt erst? Ja, irgendwie schon. Shit happens, ne? Golden Nugget. Chicken. Ja! Ja! Nein. Und nochmals. Nein! Ich verliebe meine Maus. Oh boy. So, jetzt kann ich einmal die Einstellung hier nochmal ändern. Ja! Nein! Du solltest mal deine Einstellung verändern, yo. Ja. Hast du das gesehen? Ich muss einmal ganz kurz hier. Du bist gleich da. Jetzt reg dich ab. Bild kommt gleich wieder, keine Angst. Aber sie haben sonst Angst.
Das Bild ist weg. Bist du hin? Ja, ich sag so, das. Wo ist die hin? Ich blick da ganz schwarz in die Zukunft. Ja, ne? Ich muss nur hier gerade mal. Ja, ja, geschafft! Bin am anderen Ende. War hier was ganz nicht. Jetzt. Ich nicht. Yay, ich bin drinne. So. Und jetzt wieder an. Puh. Das war glücklich. Ich bin immer glücklich. Dem würde ich widersprechen. Nö. Ich glaube nicht, dass du jede Sekunde deines Lebens glücklich bist. Doch. Okay, lassen wir das. Das ist zu philosophisch. So ein geilen Mann? Verlobten. Ich wollte gerade sagen, du bist immer noch verlobt. Ja. Das, du hast dir versprochen, sie zu heiraten, aber hast es noch nicht gemacht. Du fauler Sack. Also eigentlich habe ich sie nur gefragt, ob sie mich heiraten will. Ich habe sie nicht versprochen, dass sie... also jetzt mal, ich glaube, das ist ein ganz rein semantischer Unterschied. Nicht geradeaus. Geht bloß nicht geradeaus. Ja, ich verstehe schon. Links abbiegen. Okay, ouch. Karma. Bist du ein Hund oder was? Gefühl besitzt du doch gar nicht. Welche Gefühle? Und Babaza! Babaza? Babaza! Wer ist denn da hier? Muss man hin. Wer ist denn hier ein Harzer? Kum! In Übrigen dachte ich immer Harz. Früher dachte ich teilweise, dass Harz für eine lange Zeit das Harz 4 Harz IV bedeutet. Okay. Weil Roland, das ja Roland. Immer als in der römischen Nummerierung gezeigt wurde. Nein, ja. Und deswegen dachte ich mal so IV, weil... Also so wie... Ey, ich komme da noch nicht mal rüber! So deswegen ich dachte ich auch irgendwie, dass das irgendwas X. mit... Und deswegen dachte ich auch teilweise, dass es irgendwas mit HIV zu tun hat. Das ist ja wie bei mir mit Final Fantasy X, Final Fantasy X. Oder bei mir mit, oder noch im Vergleich, als ich früher Jack and Dexter Precursor Legacy Legacy genannt habe. Legacy. Seid ihr schon alle drin? Ja seid ihr. Nee, ja. Ich nicht. Was? Wieso? Ich habe abgebrochen, die Scheiße. Aber die ist doch ganz einfach. Nee, das ist ja mein Problem. Das war doch immer das Problem, ne? Das ist mir zu einfach. Die einfachsten Sachen schaffst du nicht, aber die leichtesten. Ist nicht so. Das Gute ist, dass ich schon gewinnen kann. Also, dass ich gewinne. Ja, das tust du. Ist das zweite Mal heute. Ja, und ich war schon mal nicht letzter. Das reicht mir. Ah, ich hatte golden Shit gesehen. Ja. Den golden Shit. Christoph Bonny. was für ein Shit. Ah. Hast du auch einen Bock, ey? Shit happens, ne? Ja. Ah, du hast auch einen Bock, ey. Ich nicht. Ich hab keinen Bock, ich hab eine Katze. Oh, wir müssen wieder in die Treasure Chest. Oh boy. No, nein, ist nicht dein Ernst. Doch. Nein. Wie bei der Pirateninversion. Komm! Nicht zu übertreiben. Hast du das gesehen? Gerade nicht. Hallo, ist da jemand zu uns gekommen oder? Okay. Ja, ein Stream-Zuschauer. Hallo. Hallo. Ich hab Echo. Moment, ich muss den Stream leise machen. So, jetzt. Ja, ich habe einen Rahmen-Head bekommen. Nett. Alles cool, ich gut? Hallo? Was geht ab? Pure... Ja, ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
Nee, nicht wirklich. Bezaubern, danke für dein Follow. Bitte. Bezaubern, so ist es. Ist das nur bei mir so, oder ist das bei euch auch umgedreht? Was denn? Ich hab noch gar nicht auf... Also. Dein Name, bezaubern. Bei mir ist er irgendwie umgedreht. Ja, genau, auf Discord. Ja, da gibt es so eine Webseite, da gibst du halt ganz normale Buchstaben ein und kannst dann flippen, also und dann nochmal und nochmal. Und da habe ich das 7-8 Mal geflippt und das kam dabei heraus. Ha. Nice. Deswegen konnte ich es gerade nicht lesen. Ach stimmt, dieses B ist ein D. Ist ein B. Bezauber. Geht doch. Ja, okay, aber ich hab's halt. Das wäre halt andersrum. Es wäre halt. Spiegelverkehrt oder so. Warte bitte einen kleinen Moment. Ich mache eine Runde mit. Okay. Jo. Ich habe gerade gestartet. Dann. Ist Open Lobby oder Passwort? Nee, ich müsste dich über Steam einladen, wenn du Steam hast. Okay. Ja, wenn du magst, gerne. Musst du aber nicht. Ein Passwort kannst du ja auch setzen, dann geht's auch. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das nachträglich noch machen kann. Nee, das leider nicht. Du müsstest die Lobby beenden, neu aufmachen. Ah, du kannst doch enden, mir ist ja egal. Mir ist halt recht. Jo. Ja. Wo machen wir so mit enden? Gut, dann versuch mal bezaubern zu schreiben auf dem Kopf. Ah, nee, ich heiße ja gar nicht bezaubert bei Steam. Moment. Sonst kannst du mich auch einfach enden. Discord. Ich muss erstmal Steam suchen, ja. Ja, lass dir Zeit. Die Suche des Steams. So, dann kann ich meinen Ball noch mal verändern. Hier meine... Mach das. Alter, bist du laut. Geh mal Kilometer vom Mikro weg, bitte. Wer? Du! Ich glaube, entweder bist du zu bei ihm zu laut angestellt oder... Na gut, man kann ihn ja über Discord leiser machen. Da mach ich auch. Der steht bei mir auf 100%. Ich mach mal auf 80, so. Also ich muss das auch immer regeln. Bei mir ist er meistens auch zu laut. Er hat halt eigentlich ein recht gutes Mikro, was relativ laut ist. Vielleicht deswegen. Ich habe einfach ein extremes Organ. Das auch. Das okay, auch. Was hat das mit der Stimme zu tun? Oh, haben wir jetzt alle bereit geklickt? Dürfen wir ja gerne. Doch, ich darf nur noch nicht Match starten. Achso. Genau. Aidaria muss ja das Match starten. Wo sehe ich dann nochmal hier meine. Wo sehe ich nochmal meine Dings, meine Steam-Nummer? Auf Freunde und dann auf hinzufügen. Ach. Meine Steam-Nummer ist 147. Warte, sonst kannst du mich auch einfach adden. Ich heiße einfach nur Aldaria IP wieder. Was? Einfach nur was? Du musst einfach nur bei Freunde suchen, Aldaria IP eingeben und dann kannst du mich adden. Mhm. Aldaria IP. Gleicher Name wie das Twitch-Name. Ja. Der gleiche Name. Okay, einen Moment, dann mache ich gerade noch Twitch auf. Also muss ich erstmal den richtigen Twitch-Channel finden. So, hier. Friends List. Oh, Rory's. Warte mal, da gibt es zwei Stück. Niedersachsen, Hannover oder Lehrte? Ja, es ist beides, meine ich, warte. Muss ich gerade hier einmal kurz ausmachen? Eine ist ein blauer Hintergrund mit so einem DJ-Mädel und das andere ist so ein Anime. Das ist es. Ja. Das soll kein Mädel sein, DJ. Aber ja. Das mit so einer Katze. Mit so einer Katze und. Blauer Hintergrund. Blauer Hintergrund. Braune Haare. Und so ein Brett. Dann ist das vielleicht Schneidebrett für Gemüse zu schneiden. Ich weiß nicht, irgendwie ein Brett halt. So eine Tastatur darstellen. Genau. So. Ja, das Schneidebrett ist auch gut. Ja, stimmt. So. Einladung ist raus. Mhm. Shabil Statten. Ich heiße Trockner von Miele bei Steam. Ja, alles ready. Trockner von Miele. Was ist denn, Anna? Hä? Ist das ein. Ist das du musst doch gar nicht schlafen gehen. Was ist denn? Nee, ich habe mich nur gefragt, was Trockner von Miele fühlen, also weil sich Frisches so amüsiert hat. Also cool, Trockner von Miele ist genauso blöd wie Frisches vom Fass, Alter. Okay, aber ich verstehe den Witz nicht ganz.
Du verstehst sowieso keinen Tumor. Humor. Tumor. Trockner Familie kam. Ich wollte einen neuen Namen bei Steam und habe auf die Tastatur gehauen. Dabei kam raus T-R-O. Ah ja, nee, Trockner kam raus, glaube ich. Ah, Trock ja, kam okay. raus, Trock. Trock. Und dann habe ich kurz überlegt, dann kam Trockner Familie. Eigentlich cool. Eigentlich ah, sinnlos. Ja, sinnlos, aber trotzdem cool. Mir ist jetzt aufgefallen, dass Miele Trockner herstellt. Oder deswegen, das hatte ich nicht mehr ganz im Kopf. Leider hänge ich beim Download fest mit 1%. Ich müsste das Ganze nochmal quitten. Alles gut. So, dann nochmal einen neuen Link bitte. Mhm. Wäre besser mit dem Passwort gegangen. Danke. Ja, ist halt eine Custom Map. Ja, ist egal, die lade ich hier runter, auch mit Passwort. Ja, mein Mod hat da auch ständig Probleme mit. Hatten wir das nicht schon mal die Woche hier, wo das nicht geklappt hat mit der Custom Map, wo wir dann letztendlich aufgehört haben, ihr habt was anderes gespielt? Nee? Hm. Okay, dann wart ihr das nicht. Nee. Also wir spielen, glaube ich, Golfit nur am Sonntag, oder? Ja. Jo. Wir spielen es nur sonntags. Hab ich wieder Sonntag, oh Mann. Wieder Sonntag, kommt die Erinnerung. So, lädt 90%. Und geschafft. Müsste. Ja, also gleich. Müsste gleich fertig sein. 400 Batch-Dateien noch? Was sind eigentlich nochmal Batch-Dateien? Tja. Schwer zu erklären. Eine Batch-Datei an sich ist eigentlich eine Stapelverarbeitung von irgendwelchen Befehlen. Mhm. So, aber was es in dem Zusammenhang bedeutet, keine Ahnung. Okay. Na, ah, hier, jetzt. Ja. Genau. Noch einmal auf Bereit und dann Let's so. Go! Let's go. Und das sieht sehr fantasy-lastig aus. Okay. Ja, toll. Wo liege ich denn? Wohin müssen wir? Da müssen wir hin. Okay, das ist relativ Nein, gemein. Das ist ja gemein! Ich kann euch beobachten. Ich sehe euch. Du siehst alles. Ja, ich bin hier Warum? Oben. Ich bin auf der Mauer. Komm schon. Der Mauer. Noch nee! Auf der unsere kleine Wanze. Meine Tochter ist 4, die kann das singen. Hanna, komm mal her, sing mal auf der Mauer, auf der Lauer eine kleine Wanze. Oh, bitte. Sing. Moni, ich weiß nicht, wo die ist. Ich gebe dir die später oder ich mal weiß da von meinem Konto. Du hast ja einen Piratenhut auf. Jo, ich bin Speck-Jero. Speck-Jero, geil. Speck-Jero. Ist das die etwas beleibtere Version von Jack Sparrow? Jo, also ich. Okay. Ich oh, das ist ein One, yeah. Jo, bei mir auch. So. Aber es ist nice über den Felsen rüber. Frisches. Schade. Frisches. Nö. Man kann doch mal drauf fahren. Oh, ich helfe dir nicht, Frisches. Na, heute würde ich es machen, aber ich war anders drin. Auf eine andere Art und Weise. Okay. Es gibt viele Wege, um viele Wege Lochen dazu zu sehr einfach. Im Übrigen heißt das die Map Unspoken Ouch Golf Roller Coaster. Okay. Weiß jemand, wo Ziel ist oder spielt ihr blind? Nee, keiner weiß, wo das Ziel ist, glaube ich. Aber ich glaube, Sio hat hier gerade was ganz, ganz Tolles gemacht. Ja, ich habe dir geholfen. Yep. Oh, bleib liegen. Ich, denke ja. ich. Ja, ich bin relativ. Ja, wir sind Ach, richtig. Bin ich dumm. Nein. Oh. Ah, nein. Blöd. Ben hat mich rausbuxiert. Nein. Jetzt aber. Knapp. Sehr knapp. Und eingelocht. Wer ist noch Trockner von der Miele. Ich mach draus Trockner aus Trockner von Bosch. Like a Bosch, bro. Like a Bosch, ja. Ja, Trockner von Bosch. Nein. Wow, Falle. Sorry. Hey, da hab ich aber geholfen, CEO. Danke.
bin sehr dankbar dafür. Weiß. Sehr gut, Alter.